Oha! Oh, Freunde, habt ihr das auch gerade gehört? Da hat irgendjemand richtig komisch gelacht, Mann. Ey, das hat sich... Ich bin Bonnie und du bist für immer und ewig in dieser Welt gefangen. Ah, Freunde, habt ihr das gehört? Ich glaube, das ist Pomni, weil so wie es aussieht, sind wir heute einfach mal in dem unglaublichen Digital-Zirkus gefangen. Und ihr seht auch schon, da steht eine Pomni-Figur. Und da ist ein Name, warum steht da ID-Blocks? Ich bin Pomni. Du kommst hier nicht mehr raus. Ich bin nicht ID-Zock, nein. Bro, warte mal. Ach komm, Bro. Ich hab dich nur reingelegt. ID-Blocks, Junge, was machst du denn hier, Mann? Ja, Bro, ich dachte, ich wollte einen kleinen Scherz machen, weil du mich ja immer prankst, aber hat ja nur halb geklappt. Ja, Bro, hat ehrlich gesagt nicht ganz so gut funktioniert. Aber ey, hör mal auf, jetzt hier Späße zu machen. Bro, das ist ernst heute. Du siehst, wir sind nämlich bei Pomni im Gefängnis eingesperrt, Bro. Ah, wie, Bro? Heißt, ist das jetzt nicht ein Scherz? Kann man hier nicht mehr raus? Kommen wir nicht mehr raus? Bro, hier ist alles abgesperrt. Wir kommen hier nicht raus. Ey, echt jetzt? Okay, nein. Ich dachte, das war nur eine Show oder so. Nein, Bro, guck dir das an. Das ist ein riesengroßer Zirkus. Und ich habe auch eben Pomni irgendwo rumlaufen sehen. Ja, ich glaube, ich habe sie gesehen. By the way, Pomni ist eine Sie. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ah, okay, das ist ein Mädchen. Dann scheint sie aber richtig böse zu sein. Da ist sie. Versteck dich. Sie ist durch die Wand gelaufen. Okay, schnell. Ich gehe in den ins Fass. Okay. Okay, Bro. Ey, ich sag ehrlich, lass wieder eine Challenge draus machen. Wer hier zuerst aus dem Gefängnis, beziehungsweise wer zuerst aus dem Zirkus ausbricht, der bekommt... Was bekommt der diesmal? Bro, wir müssen irgendwas Krasses diesmal machen. Wie wär's, wenn wir heute einfach mal um ganze 50.000 Robux spielen? Bruder, 50.000! Was ist denn eigentlich aus den letzten 100.000 geworden? Hab ich die bekommen? Also, so wenn ich mich recht entsinne, hatte ich eigentlich gewonnen, nicht? Nee. Also, ihr könnt euch das Video ja bei Lumex gerne anschauen, aber wir wissen, was da wirklich passiert ist. Ja, Bro. lass einfach ausbrechen, okay? Okay. Alles klar. Flüchte nur vor deinen Pflichten, ne? So. Freund, oh mein Gott, ich bin ganz kurz gemutet. Ey, ich sag euch ehrlich, diesmal müssen wir wirklich gewinnen. Und deshalb werde ich hier wieder in den Shop gehen und richtig böse Prank-Items kaufen. Um ID-Zock hier wieder richtig krass zu pranken. Das heißt, wir kaufen uns das Ultimate-Bundle für ganze 1500 Robux, weil dann bekomme ich einfach alle Prank-Items auf einmal und damit werden wir richtig krass reinpranken. Okay, ich habe mir das Ganze jetzt gekauft. Ich glaube, es hat funktioniert. Wir haben alle Items bekommen. Okay, ich ermüde mich ganz schnell. Lumex, wo bist du? Oh, Bro, ID-Zock, Bro, keine Ahnung, ey. Ich muss ganz kurz noch was einstellen, Mann. Bro, ich würde sagen, guck einfach mal, dass die Tür da oben aufbekommst, okay? Okay, Bro, die ist schon offen. Oh, ey, Bro, was ist passiert? Ich habe die Tür geöffnet und da ist schon wieder so eine Explosionsfalle oder sowas ausgelöst. Ich weiß es nicht. Ich sag dir, Bro, dieser digitale Zirkus hier, die Pomni, die hat bestimmt überall Feinde reingebaut, Mann. Ja, hast recht. Okay, in dem Zirkus kann ja alles passieren. Okay, probier die nochmal aufzumachen. Hast du aufbekommen? Okay, ja, warte. Ich habe aufbekommen, so. Okay. Ha, Lumex, ich schaff das, guck mal. Hey, wo bist du so schnell, Mann? Okay, ich bin nochmal ganz kurz gemutet, Freunde. Ey, ich würde sagen, wir setzen direkt das nächste Prank-Item ein. Und zwar habe ich ja einfach mal einen Jetpack, mit dem ich fliegen kann. So, was Bro. Was ist denn hier los? Ich flieg mal Lumex, ganz kurz nach oben. So. Du warst wieder AFK, Alter. So. Mein Gott. Hey, Leute, guck mal, wie langsam Lumex ist. Der ist einfach immer noch irgendwie im Schacht dort drinnen versteckt. Bro. Junge, Bro. Alter, wo bist du, Bruder? Bro. Der ist einfach... Yo. Bro. Hey, der ist... Wie bist du da hochgekommen? Bro, bist du das? Hä? Ey, jetzt mal ohne Witz. Ich bin auf der Treppe gewesen. Du bist da jetzt nicht dran entlang gesprungen. Was hast du gemacht? Ja, da gab's so ein Jumppad. Ich bin damit hochgeflogen. Ja, kannst du mir dieses Jumppad vielleicht mal zeigen? Ja, das ist direkt da vorne. Ey, was machst du da, Bro? Ey, es gibt's ja nicht. Ey, was hast du da für einen Laser jetzt, mal im Ernst? Was ist das? Bro, das war ich nicht. Das war diese komische Figur hier. Dieser Morph da, ja, das war der da. Ja, wahrscheinlich. Das war dieser Laser vom Zahnarzt, ne? Bestimmt. Yo, Bro, ne, ich sprech da mal weiter aus. Das sind meine 50.000 Robux heute. Nein. Du schuldest mir noch die 100.000, Kollege. Warte mal, Bro.
Okay, ganz kurz, Spaß beiseite, wir müssen leise machen. Bruder, wir sind unten jetzt im Zirkus angekommen, schau mal. Alter, und hier ist ein Bild von Pomni. Oh. Ist sie, glaube ich, irgendwie beleidigt oder so? Ich glaube auch, ey, ich finde Pomni irgendwie ein bisschen gruselig. Ich sag dir ehrlich, Mann. Mhm. Hey. Also, ja, die ist schon gruselig, sag ich auch. Boah, ey, Bro, 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 du musst aufpassen, da ist eine Falle, Mann. Was Falle, Bro? Hä, hey, hast du es nicht gesehen? Da war eine Bombe auf dem Boden, Bro, die ist explodiert. Oh mein Gott, Alter, hier war eine Mine? No way. Ja, doch, doch. Freunde, ich bin einmal gemutet, Junge. Ey, er checkt's auch gar nicht, ne? Er glaubt mir auch alles. Ich sag einfach, da war eine Mine, Bro. Obwohl da gar keine war, ne? Ey, Digga, er ist so lost. Wir pranken direkt weiter. Pass auf, pass auf. Ja, aber gut, Bro. Ich würde sagen, jetzt lass mal lieber hier ausbrechen, okay? Würde ich auch sagen. Alles klar, dann raus hier. Wir schleichen uns langsam vorbei. Oh mein Gott. Das ist Pomni, Bro. Das ist Pomni einfach. Zurück. Alter, ganz schnell. Versteck dich, Bro. Okay. Oh mein Gott. Hinter den Würfeln. Hört ihr sie? Ey, Bro, ich glaube, sie sieht mich nicht, Bro. Ich hab mich versteckt. Oh mein Gott. Ich hab mich versteckt. Oh mein Gott. Ich auch. In diesen Würfel, ne? Bro, ich warte jetzt einfach, bis sie weg ist, okay? Okay. Okay, Bro. Alter, ich glaube, die Luft ist rein. Du kannst rauskommen. Oh, Junge. Alles klar, wir sollten echt vorsichtig sein. Ey, wir müssen richtig... Wir müssen richtig vorsichtig sein, Bro. Wie gesagt, die sind überall Minen. Dann Pomni läuft hier auch noch rum und... Ja. Sie kommt schon wieder! Bro, jetzt musst du rennen! Links, okay, lass rennen, Bro, wir müssen hoch hier irgendwie. Oh, help, Alter! Hilfe! Bro, wo geht's hoch hier? Ich find's nicht! Oh, Pomni ist hier! Pomni ist bei mir! Hilfe, Lumex! Bro, nein, ich kann nicht, ich muss selber hoch! Die ist nach oben gegangen! Bro, die kommt mir auch hinterher gelaufen! Ich renn doch schon! Okay, komm. Okay. Okay, warte, ich bin ganz kurz gemutet, Freunde. Ich würde sagen, ich benutze wieder ganz kurz meinen Chatpack, um zu pranken. Passt auf und ab nach oben. Idizong, Bro, wann kommst du? Ich bin jetzt gleich schon oben, ne? Was? Ja, Bro. Du warst doch gerade hier. Warte, was ist das für ein Schatten? Nein, Bro, ich hab gerade einen Schatten gesehen. Nein, ich bin oben. Komm, nein, das kann ich. Nein, das geht gar nicht. Das geht nicht, Lumex. Das geht nicht. Ich stehe hier auf der Treppe und da ist niemand. Niemand. Wie bist du. Hast du irgendeinen Secret Exit gefunden? Ja, hast du einen geheimen Weg? Bro, da gab es so eine Geheimtür, wo man reinlaufen konnte. Dann wird man hochteleportiert. Ey, Nein, das glaube ich langsam nicht, Lumex. Bro, komm doch hoch, ich bin oben. Du spielst hier Spielchen, glaube ich wohl eher. Nö, das. Nein. Doch, es geht hier um 50.000 Robux. Letztens hast du ja schon probiert zu schummeln, ja? Bro. Wenn ich jetzt nochmal erfahre, dass du heute schummelst, Bro. dann mache ich das nicht mehr mit diesen Robux, Bro, weißt du? Vergess mal das Schummeln. Wir haben vergessen, den Knopf zu drücken unten. Oh, ja, wirklich? Soll ich da jetzt runter und den drücken oder wie? Also, ich würde es ja so machen, wenn jetzt jeder von den Zuschauern da draußen einen Daumen nach oben da lässt, dann musst du runterspringen und von uns den Knopf drücken. Ey, okay. Nur wenn jeder ein Like da lässt und, okay. Komm, bei drei Leute, alle liken. 1, 2, 3, alle liken. Oh mein Gott. Okay, Bro, drück mal den Knopf da unten, Mann. Mach den Knopf. Ich hab den Knopf gedrückt. Bro, du bist der Beste. Danke fürs Aufmachen. Okay, alles gut. Aber Pomni ist direkt da im Hintergrund. Ich sehe sie. Und jetzt muss ich den ganzen Weg da hochlaufen. Wirklich. Ja, also ich würde sagen, ich laufe mal weiter. Geht ihr hier um 50.000 Robux, ne? Nein. Du bleibst hier stehen, Alter. Leute, wir müssen irgendwas uns einfallen lassen. Wir müssen schneller sein als Lumex. Bro, warte mal. Ich bin hier jetzt schon in irgendeiner Clowns-Türkus-Regenbogen-Toilette, Alter. Doch! Nein! Weißt du was? Das Ding ist, ich bin ein absoluter Amazing Digital Circus Experte. Ich habe die Serie schon komplett durchgeschaut, ja? Okay. Und ich kenne jedes Level, obwohl ich das hier noch nicht gespielt habe. Bro, das ist mir voll egal. Du hast hier reingekackt, Mann. Das ist voll am Stinken, Alter. Bro, nein, das war Pomni oder dieser komische Dings, der hat Mundgeruch. Das war bestimmt seine Mundspülung. Ja, ich glaube, so siehst du in 10 Jahren aus, Bro. Ja, aber immerhin habe ich noch schöne Zähne, weißt du? Ja, aber ich würde sagen, jetzt nicht mehr. Was? Ey, Mann! Bro,
das warst du jetzt. Ja, das Bro, das habe ich auf dem Boden gefunden. Das lag da rum. Nein, Alter, doch. Was war das? Numex, wo ist er? Ich grab mich nach unten, hä? Was denkst du denn? Nein, Mann. Oh mein Gott. Ich muss schneller sein. Bro, ich häng dich ab jetzt. Du weißt gar nicht, was hier abgeht, Bro. Nein. Hier ist komplette Zirkusparty, Mann. Oh, da bist du, du Verbrecher. Hä? Hat der mich gerade geprankt hier? Ja, fang mich doch. Nee. Ich hab ein Jetpack. Das gibt's ja nicht. Der Schummler ist wieder weg. Der Lumex-Schummler ist wieder zurück. Hä? Ich glaub das nicht. Bro, ich schummel doch gar nicht. Du hast dich verguckt, Mann. Yo, du lügst. Bro, ich fahr hier einfach durch und der fliegt mit Jetpack drüber. Was ist denn das? Freunde, ich bin ganz kurz gemutet. Es funktioniert perfekt. Er ist richtig am Ausrasten und wir gewinnen das Ganze auch. Deswegen schnell weiter jetzt hier. Na, warte. Wie machst du das? Bro, ich finde die Sachen halt. Die liegen irgendwo auf dem Boden manchmal rum. Ja. So wie Itemboxen in Mario Kart, ne? Genau. Ja. Und warte mal. Bro, hier kommt ein Riesenball. Oh, nein. Ich hab den gesehen. Der war so close. Oh Mann, ich glaub's nicht. Ey, Bro, warte mal, siehst du das schon wieder? Was denn? Ich glaub, du bist tot. Mann, nicht schon wieder. Okay. Bro, er hat einfach Thanos-Kräfte oder so. Freunde, ich bin immer kurz gemutet. Ich benutze direkt die nächste Fähigkeit. Und zwar kann ich mich ja einfach mal schnell machen, indem ich hier meine Schnelligkeitsfeder benutze, beziehungsweise ich mir einen Energy-Drink reinfetze. Wow, ich bin richtig schnell jetzt. Bro, ich geb dir nein, diese Kugel. Ja, Bro, trink doch einfach einen Energy-Drink. Was hältst du davon? Wo gibt's denn Energy? Ich hab einen zufälligerweise dabei gehabt noch. Ja. So. Red Bull, Monster Energy, Gönnergy, was hast du dir genommen? Ich hab tatsächlich blaues Red Bull getrunken, Bro. Oh, ja, schön. Ich hätte gern auch eins. Kannst du mir eins geben? Nee, Bro, weil hier ist irgendwie das nächste Zirkusmonster. Was ist das, Mann? Oh, nee. Und ich stecke hier immer noch fest in diesem Level. Ja, bleib doch ruhig stecken. Ich hol mir gleich meine 50.000 Robux. Aber was ist das? Schreibt mal in die Kommentare, Leute, wenn ihr wisst, wie dieses Monster heißt. Das ist auf jeden Fall auch aus dem Digital. Ohne Witz! Ich steck hier fest! Ja, diese Kugel rollt immer, wenn ich hier zu nahe komme. Du bist einfach schlecht, das ist der Grund. Deswegen kommst du nicht weiter. Ja. Ich hab gerade gesehen, wie du Superboost anhattest mit deinem Energy. Oh, Bro, die hat mich gleich. Ich muss mich beeilen, Mann. Renn, Bro. Oh, mein Gott. Oh, Bro, beeil dich mal lieber. Ich bin gleich schon raus aus dem Zirkus hier, Mann. Ich komm hier wirklich nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Oh Mann, ja, das ist doch super. Ich glaube, jetzt einfach mal ganz entspannt weiter nein, hier. Nein. Nee. Ey, die Kugel prankt mich mehr als Lumex. Jo, das ist natürlich doof dann. Freund, ich bin auch mal gemutet. Es läuft perfekt. Er kommt einfach nicht weiter. Bedeutet, das sind die einfachsten 50.000 Robux, die ich wahrscheinlich jemals verdienen werde. Deswegen, ich würde sagen, wir drücken jetzt auch schon mal direkt auf den Knopf, fahren hier jetzt nach oben und dann werden wir aus dem digitalen Zirkus von Pomni ausbrechen. So, Bro, ich gönn mir direkt hier schon meinen nächsten Energy Trick, damit ich hier... Oh, nee, Moment, ich will auch. Bro, wo kommst du denn her? Wow! Hey! Bro, warum bist du schnell auf einmal gewesen? Ich bin, keine Ahnung. Ich habe auch einen blauen Red Bull gefunden auf dem Weg. Junge, er hat auch einen Red Bull getrunken. Deswegen bist du so schnell. Ich hol mir den Sieg. Wo ist der Ausgang? Warte mal. Ich glaube, der Ausgang, der könnte... So, das sieht sehr nach dem Ausgang aus. Irgendwo da drüben sein. Also, ich glaube tatsächlich, man muss dann nur so... hochfliegen, genau, und dann warte. Ist da auch schon direkt das Ziel tatsächlich, ne? Das ist ja nicht möglich. Das gibt es nicht. Der Typ, der ist die ganze Zeit... Was ist nein, das hier? Bro, warte mal, da ist eine Leiter. Schau mal, man muss da hochklettern, in den Lüftungsschacht rein. Oh mein Gott, Reiter. Hey, wo bist du vor mir? Geh mal runter, Mann, hier. Ich bin auch geklettert. Ich hab glaub, auch das du Ding hast gesehen. Lust auf einen Taser, Mann. Ich laufe! Nein! Mann, jetzt konnte ich mich nicht bewegen in diesem Wind. Jo, wenn du mich tastest, kann ich dich nicht bewegen. Ja, ich glaube, ich klatsche mir jetzt hier einfach nochmal so ein Energy rein. Nein, das macht er jetzt nicht. Gluck. Macht er jetzt nicht. Komm schon, ich muss vor ihm. Nein! Ey, Mann, Leute. Ey, Brudi,
eigentlich muss ich echt ein bisschen lernen hier. Du bist ja richtig schlecht im Ausbrechen, sag ehrlich. Ich gebe mein Bestes hier, ohne zu schummeln, weißt du? Ich gebe mein Bestes. Bro, ich schummel ja auch nicht, weil ich weiß gar nicht, was du hast, ja, Bro. Ja, aber er casht hier rein. Er investiert. Was? Ja. Also, Bro, wenn man nicht 50.000 Robux wiederbekommt, kann ich auch ein paar Tausend investieren, ne? Also. Ja, okay, aber du hast doch 100.000 noch zu überweisen, weißt du? Was? Nicht, dass also, Lumex hier Schulden hat bei mir, weißt du? Also, Leute, ich weiß echt nicht, von was Idyzock da redet. Also, ich drehe jetzt hier an Rädern so. Und, Bro, hörst du das schon wieder? Was das was klingt denn? Danach, als wärst du schon wieder tot. Ey, Mann. Ey, komm. Ich war gerade da auf dem Weg. Wo bin ich jetzt? Wo lande ich jetzt? Das ist nicht sein Ernst. Oh, bist du wieder ganz am Anfang? Oh, das ist das ja doof. Das ist nicht sein Ernst. Jo, ich laufe da weiter, ne? Ich muss ja genau hier sein. Das ist eigentlich gut. Hey! Warum bin ich draufgegangen? Ey, was machst du denn? Guck mal, du bist so schlecht, dass du schon beim Laufen einfach stirbst, Mann. Ey, ich... Oh nein, ich muss hier runter. Och, nee. So, ich würde sagen, ich laufe direkt schon mal weiter hier jetzt, ne? Nein. Ich muss eine Möglichkeit geben, wie man diesen Schummler schlägt. Nein, Bro, ich bin jetzt hier schon bei den Lüftungsschächten, bei den ganz großen hier. Ja, natürlich, natürlich. Bam, Junge, oh mein Und Gott. Und ich bin schon beim Weihnachtsmann am Nordpol. Freunde, ich bin gemutet. Es läuft so perfekt. Wir sind richtig gut am Durchrushen hier. Idyzock hat überhaupt keine Chance, ey. Ich würde sagen, wir werden hier noch richtig krass weiterprankt, bis er komplett ausrastet. Okay, Leute, ich werde Lumex gleich besiegen. Er wird es nicht erfahren. Aber ich werde ihn überholen, ohne dass er es weiß. Das wird der beste Trick sein aller Zeiten. Ja, aber Bro ich nein, du Bro, hast nichts gehört. Du hast nichts gehört. Ich kann dich doch hören, Bro, also. Bum, 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 bum. Digga, Bro, du bist ein Idiot. Ich bin unsichtbar. Ey, Bruder, wo bist du vor mir jetzt auf einmal? Hallo? Unsichtbar. Okay, warte, Bro, Bro, Bro. Bro, da vorne ist irgendein Riesen-Pomni-Monster, Bro. Oh mein Gott, das ist. Nein. Jax, Bro, wer ist denn Jax, Junge? Warum ist der so groß? Das ist einfach so ein Bugs Bunny-Abklatsch oder so. Ey, Bro, nein, das ist meine Bazooka. Nein. Ey, ich will meine Bazooka. Ich will das vor Lumex schaffen. Ich Bro, er ist direkt hinter mir. Lumex Bro. Schieß ihn ab. Komm. Boom. Ja, boom. Komm schon. Na los, geh drauf. Komm schon, sterb endlich. Mann, Junge, warum ist er so stark? Ja. Hast du ihn? Warte, ich hab ihn auch. Ich hab ihn. Mann, du bist so schnell. Go. Komm schon. Oh nein, es ist wieder das. Okay, ich bin nochmal gemutet, Leute. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, dass wir vor Idyzock hier ausbrechen. Ich werde gleich meine ganzen Prank-Items hier raus. Passt mal auf. Okay, wir müssen kurz erstmal hier runter. Lumex, wo bist du eigentlich? Bro, aua. Oh, nein. Ich bin hier, Bro. Ist da. Hilfe. Bro? Was ist denn? Ja, also, gar nichts. Ich bin auf dem Weg, ne? Wollte ich nur sagen. Nein, du bist nicht auf dem Weg. Und ob ich das bin, du denkst auch, du hast eine Chance. Oh, hier ist ein Laser, Bro. Ja, ich hab eine Chance, weil ich glaube, du kannst nämlich nicht schneller werden, wenn, kann dich dein Jetpack hier hochbringen mit schnellerer Geschwindigkeit? Ja, Bro, ich würd's nicht herausfordern, ne? Wenn ich will, dann mache ich gleich Hackfleisch aus dir. Pass mal auf. Das glaube ich nicht. Nimm mal den Ausgang links, Lumex. Das ist der Secret Exit. Nimm mal links einfach. Ich kenne tatsächlich auch so einen krassen Secret Exit. Der ist direkt vor dir. Mann! Was? Bro! So. Warte mal, Bro. Bretter schleppen war von gestern. Von heute nimmt man sich einen Chatpack. Nein, das macht man nicht. Er fliegt wieder. Oh nein, Leute. Yo, Bro, ich will nichts sagen, aber ich würde sagen, ich besiege jetzt mal den Omni-Endboss. Was ist das denn? Okay. Jetzt schon den Endboss. Bro, Idyzock, ich sag dir eins, das ist. Ich will es nicht drauf anlegen. Gott. Das ist das Pomni-Zahnfleischfressmonster oder was? So. Was? Der zahnfleischfressende Zahacker oder was? Yo, Bro, ich hab dich aber schon die erste Minigun von ihm kaputt gemacht. Ich breche eher aus als du, Mann. Ey, schieß mit Minigun. Na los. Alter, ist der stark. Bro, er ist Geist-Kargopi, warte mal. Er hat Minigun. Er macht mir so viel Schaden, Junge.
Oh mein Gott, komm schon, stirb doch endlich. Oh, nimm das, Pommi, du fettes Monster, komm schon, Mann. Na los, okay. Das ist gar nicht Pommi. Das ist Kane. Das ist der Zirkusdirektor. Kane, der Zirkusdirektor, Bro. Ich tut mir leid, ich muss sagen, aber das ist dein Ende jetzt, Junge. Bam! Komm schon, ey, ich krieg ihn immer noch nicht down. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja, endlich raus hier, Bro. Wir sehen uns nie wieder, Heidi-Zock, Bro. Nein, er haut ab. Ich nehm das Auto ohne dich, Bro. Ich mach jetzt hier einen Abgang. Nein, das machst du nicht. Das machst du nicht, Kollege. Ich hab ihn jetzt auch down. Bro. Er ist auch down. Bro. Was? Bro, warte mal. Ich glaube, ich bin im Himmel oder so, Bro. Hier ist alles weiß. Oh. Was? Warum? Bro, ich glaube, ich hab's geschafft. Ich bin raus aus dem Zirkus. Ich hab's auch geschafft. Ich bin im Paradies angekommen und zwar vor dir. Ja, nein, warte mal. Das ist noch nicht der Ausgang, Kollege. Was machst du denn da? Er fliegt hoch. Ey, ganz ehrlich, flieg ruhig in den Himmel. Bro, komm nicht zurück, ich fliege in den Himmel. Werde in den Helikopter einsteigen. Komm und nicht damit zurück, Kollege. Ey, es gibt's ja nicht. Der kürzt hier so unfassbar ab. Bro, ich würde sagen, du überweist mir jetzt erstmal meine 50.000. Nein, Lumix, das mache ich auf keinen Fall. Also unter den Bedingungen. Also okay, weißt du was? Ich überweise dir die, aber nur, wenn du mir die 100.000 vom letzten Video überweist. Das heißt, dann habe ich 50.000 immer noch plus. Können wir machen, aber erst, wenn du die 50.000 an mich überwiesen hast. Ja, aber was macht dann das für einen Sinn, wenn ich die 100.000 dann kriege? Wir können doch umrechnen. Gib mir einfach 50.000. Also, ich würde so sagen, du überweist jetzt die 50.000 oder du wirst die 100.000 niemals in deinem ganzen Leben wiedersehen. Ja, nee, dann machen wir lieber gar nichts, ey, hier. Warte mal, ist das der warte mal. Bro, also ich glaube, wenn du mich jetzt hier nicht gleich rauslässt und mir meinen Robux gibst, schieße ich dich wieder bei meinem Laser ab, Junge. Nein, also. Nein, Mann. Oh Gott. ey, vielleicht ist das sogar der Ausgang. Nein. Bro, das ist der Ausgang. Ich habe gewonnen. Jetzt gewinne meine Robux endlich. Wir sind für immer und ewig hier gefangen. Ja, weil du mir nicht meine Robux gibst. Ja, okay, aber ich kann dir auch keine Robux geben, wenn ich hier gefangen bin mit dir in dieser Box. Ich komme hier nicht raus. Jetzt muss ich mir Lumix Gesicht die ganze Zeit ansehen in dieser Box. Ah, ich kann das nicht mehr.